Hallo meine Lieben und willkommen zum zweiten Teil von Eckersweiler, also Eckersweiler Acharte. Das sind jetzt die anderen 8 größeren, die ich habe. Bin ich schon sehr gespannt. Auch hier sind wieder welche dabei, die vielversprechend sind. Wie zum Beispiel der hier. Der könnte schön voller Farbe sein. Mit Quarzfüllung zwar, aber sieht trotzdem erstmal so recht vielversprechend aus. Dann habe ich hier auch Kandidaten, wo man überhaupt nichts sieht, wo man nur erahnen kann, was da drin sein könnte. Oder hier der Kandidat. Da befürchte ich aber, also entweder wird er richtig genial oder der wird voll Quarz. Eins von beiden schätze ich mal bei dem. Und hier bei dem kann man auch nicht wirklich was erahnen. Ich habe hier auch einen Kandidaten, der sieht sehr gläsern aus. Bedauerlicherweise hat er aber überall Risse und egal wie ich ihn schneide, ich schneide durch einen Riss durch. Das ist zwar schade, aber nicht anders machbar. Und ja, bei dem weiß ich gar nicht, was ich von halten soll. Ich glaube nicht, dass es ein Achat ist. Das ist irgendein Mischmasch oder so. Mit dem fange ich auch an. Und jo. Bei dem bin ich mir noch gar nicht sicher, wie ich ihn schneiden möchte. Ich vermute mal, ich werde hier über die flache Seite nach hier hinten gehen. Wobei hier hinten sehe ich es auch gerade, hier hat er auch einen Riss. Ja. Das wird hier wegplatzen, wenn ich an der Stelle bin. Das sieht man sogar von unten ganz deutlich. Das heißt, ich schneide hier genau zwischendurch und hoffe, dass es gut geht. Das wäre auch eine Option. Ansonsten hat er da den Riss, da einen Riss. Oh, gar nicht so leicht. Ja, den werde ich so schneiden. Ja. Naja, dann fangen wir mal an. So, ich muss jetzt erstmal warten, bis das Wasser durch ist. Habe ich gerade erst frisch angeschaltet. Wie gesagt, mit dem fange ich an. Im Übrigen, falls mal einer von euch Lust hat und sagt, okay, ich würde gerne Achate sammeln, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht und Wendelsheim oder Ida Oberstein ist für mich erreichbar, schreibt mich an, ich nehme gerne Leute mit. Ich habe schon viele mitgenommen, von jungen Mädchen bis älteren Herren war schon alles dabei. Ich werde jetzt nächstes Wochenende, das wird für euch wahrscheinlich vor 2 oder 3 Wochen gewesen sein, bis das Video online ist, aber nächstes Wochenende nehme ich jemanden mit, vermutlich mit einem 6-jährigen Sohn, der sich für Steine interessiert. Und habe ich mir auch schon was Schönes überlegt, was ich dem zeigen kann. Gehen wir zuerst mal in einen stillgelegten Steinbruch, dass man mal sieht, wo Achate herkommen, wie sie wachsen, wie sie in der Wand aussehen. Und dann gehen wir im Wald sammeln und hoffen, dass wir da auch möglichst viel finden. Aber ich muss erstmal nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob der Papa überhaupt eine Säge hat oder was am sinnvollsten wir überhaupt sammeln. Denn wenn er jetzt sowas findet und hat nichts, keine Möglichkeit, das aufzuschneiden, ist ja auch doof. Ich lasse mich aber auch gerne mitnehmen, falls mal einer von euch sagt, hey, ich kenne Ecke, die kann ich dir mal zeigen. Ist auch kein Thema, wenn ich gesagt bekomme, ich nehme dich einmal mit, aber such da bitte nicht alleine oder zeig die Ecke keinem anderen. Das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Ich war auch mal vor langer Zeit mit jemandem unterwegs, der hat so ein paar Stellen gehabt, wo er gesagt hat, hier, erzähl das keinem, sag das keinem, zeig das keinem. Dann mache ich das auch nicht. Das ist für mich Ehrensache. Wo ich allerdings keine Lust zu habe, das sage ich gleich ganz offen, das ist mir bisher einmal passiert. Da hat sich auch einer gemeldet und hat gesagt, hier, ich zeig dir was, nimm dich mit. Und als wir dann quasi soweit waren, ich habe mich erstmal riesig gefreut, und als wir dann soweit waren, uns zu verabreden, war dann erstmal die Frage, ja, was zahle ich denn dafür, dass er mir das zeigt? Ganz klar, ich zahle nichts. Wenn mir einer was zeigen möchte, gerne. Oder wenn er sich einfach nur treffen will und seine Sammlung zeigen möchte, habe ich auch nichts dagegen. Gucke ich mir auch gerne an. Aber ich nehme die Leute kostenlos mit
Und dementsprechend, wenn mich einer mitnehmen will, dann werde ich das genauso handhaben. Also wenn jetzt einer denkt, er könnte an mir reich werden, nee, vergesst es. Ja, so viel zu dem Thema. Ich höre jetzt, das Wasser läuft. Hier haben wir ein bisschen Achat. Ich fürchte, das geht auch relativ tief rein, so wie es aussieht. Also da braucht man auch keine zweite Scheibe abschneiden. Schade. Auseinander. Dabei habe ich gar nicht mal festgedrückt. Oh, schade, und der war schön. Ausgerechnet die Seite, wo ich gehofft habe, dass sie. Ja, an dem Dreck sieht man aber auch, dass der Platzer durch den Riss durchkam. Ja, hier sieht man den Riss auf der anderen Seite. Och, wie schade. Naja, wenigstens habe ich noch eine Seite, auch wenn die andere mir besser gefallen hatte. Durch Wegbrechen habe ich hier eine Kuhle, das heißt, ich muss viel wegschleifen. Und beim Schleifen kann es passieren, dass das dann auch wegbricht. Schade. So, dann mache ich mal den hier, die Überraschung. Der hat so einen Riss, der hier so hoch geht. Durch hier einmal durch das Dicke in der Mitte durch.
interessant. Wie gesagt, entweder wird er sehr interessant oder es wird gar nichts. Sehr schön. Cool. Sieht vielversprechend aus. Dreckig, der Abschied. Ja. Schön mit Quarzkristallen. Leicht gebändert. Sehr schön. Dann nehmen wir mal den hier.
schade. Wobei er gar nicht mal hässlich ist. Mit diesen winzigen weißen Bänderungen hier unten nochmal. Da den durchsichtigen. Naja. Erstmal den zerbrochen ist. Der ist auch direkt am Riss zerbrochen, wie man sieht. Ja, da war sogar Erde drin. Also da konnte man leider nichts mehr machen. Mal gucken, die andere Seite. Ja, hier ist dieser fiese Riss. Und wunderschöne Bänderung. Oh, wenn der Riss frei gewesen wäre, wow. Hier oben ist auch abgegangen. Ach, da sieht man das Erde drinne. Schade.
Butterfly-Effekt hat er auch. Schade, schade, schade. Es könnte sogar sein, dass hier unten drunter eine Druse ist. Aber den fasse ich jetzt erstmal nicht mehr an. Den muss ich erstmal stabilisieren. Weil das wäre jetzt zu schade, wenn das unten auch noch abgeht. Aber ein sehr schönes Stück. Okay, dann gucken wir mal. Der letzte. Von dem erwarte ich jetzt sehr viel. Ich hoffe, dass es nicht enttäuschend ist. Nein, ist es nicht. Auch der hat einen blöden Riss drin. Zwei sogar. Aber... ja, sieht toll aus. Sehr dunkel. Aber hier gerade an der Spitze hat er eine schöne, extrem helle Rotfärbung. Auch mit Bänderungen. Leicht orange-gelblich. Cool. Sehr schön. Jo, waren ein paar schöne Stücke dabei. Freut mich. Also ihr Lieben, das war der Steinhai-Sammler. Das waren jetzt aus der Region erst so meine letzten Stücke. Und ja, aus Wendelzheim habe ich noch was. Und jo, die Saison hat ja gerade erst angefangen, da wird mit Sicherheit noch was dazu kommen. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal, euer Steinhai-Sammler. Tschüss.